Guten Morgen und willkommen zu Vlogmas Day 6. Mir ist irgendwie kalt. Es ist 8.15 Uhr in der Früh und ich habe heute an und für sich erst, also ich muss heute erst um 10 Uhr außer Haus, aber ich muss noch den Vlog schneiden und wollte mir ein bisschen Zeit nehmen in der Früh, dass ich in aller Ruhe meinen Tee oder in diesem Fall jetzt meinen Apfelpunsch alkoholfrei trinken kann. Und ja, genau. Um 10 muss ich dann in die Stadt. Ich habe um 11 einen Termin und dann um 13:45 bis 17 Uhr ein Seminar an der Uni, wo es um Palpation geht, also um die Untersuchung der oberen Extremität und der Wirbelsäule. Und ja, bin schon gespannt, wie das wird und werde ich natürlich mitnehmen. Und ja, willkommen zu diesem Video. Das hier ist der Apfelpunsch. Im Endeffekt ist es Apfeltee mit Sirup aufgegossen. Das ist dieses Sirup, das ich am Freitag gekauft habe. Und ja. Ich bin gerade fertig geworden mit meinem Termin und es ist circa, ich glaube, 12 herum. Und ich werde mich jetzt auf den Weg zur Uni machen und dann noch schnell irgendwo was zum Mittagessen besorgen. Und dann geht eh schon mein Seminar los. Ja, es ist extrem kalt in Linz. Oh mein Gott. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht den Tag morgen nutzen soll und eine Podcast-Episode filmen soll, die dann am Mittwoch statt dem Vlog vielleicht online geht. Muss ich mir noch ein bisschen überlegen, wie ich das mache. Aber ich möchte auf jeden Fall wieder bald eine Podcast-Episode aufnehmen, weil das irgendwie so gut ankommt, habe ich das Gefühl. Und es macht auch extrem Spaß, das zu recorden. Ich werde jetzt zur Bushaltestelle gehen und dann mit dem Bus vermutlich zur Uni fahren und mich dann dort entweder in die Bib oder in eines der Lehrgebäude setzen und noch ein bisschen was machen oder Mittagspause machen und entspannen, so gut es geht. Ja. Eine Viewerin hat mir mal unter das Video geschrieben, wo ich gefragt habe, was ihr gerne zu Weihnachten esst, dass ihr Lieblingssnack sozusagen gebrannte Mandeln sind. Und ich habe seitdem so Lust auf gebrannte Mandeln. Und here they are. Mich erinnert das immer so an die Zeit, wo ich noch in die Schule gegangen bin, wo ich mir die manchmal dann in der Mittagspause gekauft habe. Ja. Yum, 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 yum. Ich bin schon am Campus angekommen und muss mir jetzt noch schnell mein 3G, 2,5G-Checkband holen. Dann werde ich mich irgendwo hinsetzen und Mittagessen. Angeblich ist die Bib offen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Yes, tatsächlich. Yeah, yeah, yeah. Dass ich jetzt ein bisschen was weiter.
war jetzt die letzten 30 Minuten in der Bib und habe ein bisschen was für die Masterarbeit gearbeitet. Und jetzt gehe ich gerade rüber ins Laubgebäude für mein Seminar und ich musste noch eine Jogginghose anziehen, weil es hat geheißen, dass man für diese Palpationsseminare eine Jogginghose anziehen soll. Und ich finde, das sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man offiziell sozusagen die Erlaubnis bekommt, dass man in Sportgewand oder in Knotsgewand, let's be honest, in ein Uniseminar geht. Reiner Zucker. Ja, ich bin gerade aus meinem F-Seminar, also aus meinem Palpationskurs rausgekommen und bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bus und dann heim. Yay. Der Kurs war echt richtig cool. Ich habe mir auch überlegt, dass ich da vielleicht an die Uni eine E-Mail schreibe, dass ich das recht cool gefunden habe und auch irgendwie echt sinnvoll. Wir haben gelernt, wie man Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule ab... Wir haben gelernt, wie man Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule abtastet und dann auch noch die Schulter untersucht und Ellenbogen ein bisschen. Und ich habe den Professor, der den Kurs geleitet hat, dann erzählt, dass ich so derzeit so ein steifes Genick habe und so einen Knödel rechts neben der Halswirbelsäule auf der Höhe von C2, C3. Und ich habe ihn halt basically gefragt, ob er mir sagen kann, ob das ein Lymphknoten ist oder ein Muskelknoten. Und er hat dann gesagt, er schaut sich das mal an und er hat mir dann auch tatsächlich meine Blockaden gelöst, was ich echt interessant gefunden habe, weil er hat da irgendwie mit so wilden Handgriffen irgendwie er hat mir unter die Arme gegriffen so und mich dann so aufgehoben und dann hängen gelassen und dann so ausgedehnt und auf einmal hat es in meiner Wirbelsäule einfach genau an der Stelle, wo es mir immer so weh tut, so gemacht. Und im Endeffekt hat er dann analysiert, dass ich Blockaden nicht nur an C2, sondern auch an C5, TH2 und TH5 hatte. Die hat er mir alle gelöst und es ist so nice, weil ich kann jetzt einfach meinen Kopf so ganz normal bewegen, ohne Schmerzen. Und er hat mich dann auch gefragt, wie lange ich das habe und ich habe gesagt, ich habe das schon seit 1-2 Jahren chronisch. Ja, da war er dann ziemlich... ziemlich schockiert, aber es war richtig nice und wir haben halt auch, also sowas haben wir jetzt nicht aneinander geübt, aber wir haben halt vor allem einfach untersuchen geübt und Wirbeln abtasten und so weiter. Und jetzt war ich gerade noch mit meinen FreundInnen im Supermarkt und werde mich jetzt dann auf den Weg heim machen und ja, mal sehen, was ich heute Abend noch mache. Ich bin bereits daheim angekommen und habe mir gerade einen Tee gemacht. Ey. Und ich werde wahrscheinlich jetzt das Video schneiden, das ihr da gerade anschaut. Und ich wollte natürlich auch noch die Frage stellen, die jetzt zu jedem Vloggingsvideo immer gehört. Und die Frage für dieses Video, für diese Folge von Vlogmas ist, wart ihr heuer auf Urlaub oder habt ihr einen Urlaub geplant oder so? Und wenn ja, wo wart ihr oder wohin fahrt ihr oder wohin möchtet ihr? Ich war heute irgendwie kurz ein bisschen so in Urlaubsträumen versunken und ich würde voll gern mal nach Kuba fliegen. Ich bin mir der Umweltbelastung vom Fliegen bewusst und bin ich da ein bisschen skeptisch, aber es ist einfach ein Land, was ich voll gern mal sehen würde. Und ja, das ist meine Antwort. Würde mich interessieren, was ihr darauf antwortet. Und wir sehen uns morgen wieder, entweder mit einer Podcast-Episode oder einem neuen Vlogmas. Eines von den zweien auf jeden Fall. Bis dahin, alles Gute und gute Nacht.